Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren Kollegen, in dieser letzten Debatte geht es um den Einzelplan 13, um die allgemeine Finanzverwaltung und um die begleitenden Gesetze zum Haushalt 2022. Vorab möchte ich mich zuallererst für die freundliche und zuvorkommende Zusammenarbeit mit dem Haushaltsbüro, dem Plenarreferat und dem Ressort mit allen seinen Mitarbeitern herzlich für alle Vorbereitungen bedanken. Sie stehen immer für alle Fragen zur Verfügung und geben immer sofort Antwort. Das verdient unsere volle Anerkennung. Nun zur Debatte. Meine Kollegen aus der Fraktion, Ulrich Singer und Katrin Ebner-Steiner, haben das ja schon angesprochen und ich werde jetzt halt auch noch auf die leider trockenen juristischen Details eingehen. Herr Söder, ja, er ist auch heute natürlich nicht da. Dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Es ist Verstoß gegen die in Artikel 82 Absatz 3 in unserer schönen bayerischen Verfassung verankerte Schuldenbremse und auch gegen Artikel 109 unseres Grundgesetzes. Für eine Ausnahme von der Schuldenbremse bedarf es laut Verfassung unter anderem einer Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Bei Corona kann man sich über das Vorliegen dieser Voraussetzungen insofern streiten, denn es steht nicht ganz unberechtigt der Vorwurf im Raum, dass erst die unnütze Lockdown-Politik die staatliche Finanzanlage erheblich beeinträchtigt hat. Und diese Lockdown-Politik unterlag der Kontrolle des Freistaats. Aber das ist jetzt halt auch nicht unser einziger und wesentlicher Kritikpunkt, sondern eben woran es ankommt, um die Schuldenbremse überschreiten zu dürfen. Denn um diese Notlage zu beseitigen, wurde der Sonderfonds Corona-Pandemie aufgelegt, der eine Verschuldung des Freistaats über die verfassungsrechtlich zulässige Schuldengrenze hinaus zunächst erlaubte. Mit dem neuen Haushaltsgesetz aber der Regierung Söder sollen nun neue Schulden in Höhe von knapp 1,5 Milliarden Euro für das Corona-Investitionsprogramm und für die Hightech-Agenda Plus aufgenommen werden. Der oberste Rechnungshof hat diese neue Verschuldung wiederholt in seiner höflichen Art kritisiert. Bei dem letzten Bericht vom vorgestrigen Tage erneut, da bisher keine ausreichende Begründung vorliegt, so wortwörtlich der OAH, ich zitiere, das Corona-Investitionsprogramm hat keinen sachlichen Bezug zu der tatsächlichen Corona-Pandemie und erfüllt, ebenso wie die Hightech-Agenda Plus, nicht die Voraussetzung für eine Kreditfinanzierung. Zitat Ende. Ja, wie deutlich muss der oberste Rechnungshof denn noch werden? Aber was schert einen Herrn Söder, der oberste Rechnungshof? Sein Wunsch ist Pflicht für die Regierungsfraktionen. Das Corona-Investitionsprogramm trägt zwar das Wort Corona in sich, hat aber keinen Bezug zur Corona-Pandemie. Die Ausgaben verteilen sich auf folgende Schwerpunkte wie Modernisierung der kommunalen und staatlichen Infrastruktur, die Digitalisierung der Verwaltung oder das Klimaschutzprogramm. Aber was hat beispielsweise das Klimaschutzprogramm mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie oder deren Folgen zu tun? Nichts. Absolut nichts. Dieser Zusammenhang ist aber Voraussetzung, damit Sie die Schuldengrenze nach Artikel 82 Absatz 3 unserer Bayerischen Verfassung überschreiten dürfen. Eine Verschuldung über die Schuldengrenze erfordert zwingend einen Zusammenhang zwischen Kreditaufnahme und Notsituation. Und dieser Zusammenhang ist bei dem Klimaschutzprogramm ohne weitere Begründung nicht gegeben. Ich fasse zusammen. Herr Söder, auch wenn Sie heute nicht da sind, Sie brechen die Verfassung, um auf Kosten der Steuerzahler den Freistaat für Projekte aus dem grünen Tollhaus zu verschulden. Sie geben Geld aus, das Sie nicht haben und auch nicht ausgeben dürfen. Die Verfassung verbietet es Ihnen. Es ist nicht neu, dass Sie die Kritik der Opposition nicht stört. Aber dass Sie die Kritik des obersten Rechnungshofes vollkommen ignorieren, ist ein Novum, aber zeigt Ihre rechtsstaatliche Gesinnung. Und damit komme ich zum Ende. Die AfD-Fraktion wird daher diesen Sachverhalt rechtlich prüfen und bei Aussicht Erfolg Klage einreichen. Denn die bayerische Verfassung ist auch für einen Ministerpräsidenten verbindlich. Königliche Starallüren helfen darüber nicht hinweg. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass sämtliche Corona-Beschränkungen aufgehoben werden müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.